So, hallo, ist wieder GBFA Kadalmeister mit dem Let's Play von Lords of the Realm und ja, beim letzten Mal haben wir die ganze Sache eingeführt und jetzt sitzen wir hier quasi noch immer in der ersten Runde auf halben Rationen und was mir beim Neustart jetzt aufgefallen ist, ist, dass wir jetzt Söldner plötzlich anwerben können, schon in der ersten Runde, die uns aber 750 Goldkronen kosten, also Goldkronen, also Kronen, und 33 dann pro Jahrzehnt. Die muss man wieder draufklicken, weil das so schnell weggeht, weil ich die Geschwindigkeit so erhöht habe. Und es sind 100 Schwertsoldaten im Grunde genommen. Und die könnte man jetzt anheuern, aber wir haben nicht genug Kronen. Und man kann die in 50er Schritten anheuern und da es 100 sind, kann man sie also zweimal anheuern, im Grunde um dann volle Söldnerzahl zu haben. Was man nicht machen kann, ist, man kann Söldner nicht miteinander vereinen, selbst wenn sie von derselben Truppe sein sollten. Also wenn ich nochmal Sachsen-Schwert-Söldner finden sollte und die dann verbinden möchte, geht das nicht. Und man kann immer auch nur eine Söldnereinheit in der Armee haben, egal wie groß sie ist. Das gilt für die anderen Einheiten nicht, da kann man voll stopfen. So, aber wir machen jetzt erstmal hier die erste Runde beenden und die anderen machen ihre Züge und jetzt ist der Sommer und gucken wir mal, was passiert ist. Aberglaube, unheilige Gerüchte von außen und Regen, schlecht für Reife oder Ernte, aber gut für den Anbau. Also im Grunde ist das gut für uns, nee, das ist schlecht für uns, denn wir sind ja noch in der Reifephase. Also im Sommer ist die Reifephase, im Frühling ist auch Reife, Ernte ist im Herbst und Anbau ist im Winter. Also das ist der Zyklus. Also im Winter wird angebaut, da wird die Saat ausgesät, im Frühling wächst sie, im Sommer wächst sie und im Herbst wird sie dann geerntet. Aber gut, gucken wir mal. Es sind noch 56, oder ist ein bisschen gestiegen. Das letzte Mal hatten wir 50, jetzt sind 56, okay. Ist anscheinend gut für unsere Ernte dann, gut für die Reife. Oder aber, ja, der Anbau. Dann sind wir vielleicht noch in der Anbauphase. Also dann weiß ich nicht, wie rum es geht, weil im Sommer muss es ja reifen und nicht angebaut werden. Das könnte höchstens der Frühling noch sein, aber ist ja auch egal. Wir haben 234 Leute, 20 kommen noch zu und wir schaufeln ein neues Feld frei. Das sieht man hier in der 1 und dem Gras hier oben. Und das passiert dann aber nächste Runde, da wird eins von den braunen Feldern frei für uns. Und sonst haben wir alles auf Maximum. Ein Händler ist nicht hier und Söldner sind auch wieder abgehauen. Die reisen wie die Händler über die ganze Landkarte im Grunde genommen. Und ja, mehr können wir auch nicht machen in dieser Runde. Am Anfang ist das Spiel noch sehr, gehen die Runden schnell vorbei. Und jetzt ist Herbst und ist auch wieder Regen. Und mal sehen, wie viel wir jetzt ernten könnten. Wir könnten, ja, 52 ernten, also 4 weniger. 4 haben wir verloren dann beim letzten Mal. Und jetzt geht es an die Ernte und jetzt sieht man schon, dass die 28 Leute nicht mehr ausreichen, um die Felder nur zu pflegen, sage ich mal. Jetzt müssen wir schon 78 abstellen, um die volle Ernte von 52 einzufahren. Wenn wir das auf 28 belassen würden, würden wir nur entsprechenden Anteil, also ja, nicht unbedingt die Hälfte, aber dann würden wir vielleicht nur 20 oder 25 von dem bekommen, was wir ernten könnten. Also 52 ist das Maximum, was wir ernten können. Und das wollen wir natürlich auch alles mitnehmen. Deshalb reduzieren wir jetzt die Leibeigenen hier ein bisschen, bis wir hier das Maximum auch ernten können. So, Leibeigene wieder aufs Feld und ein freies Feld haben wir dann dadurch bekommen. Gut, halbe Ration, noch 12. Ich werde jetzt auf normale Rationen gehen. Das kostet mich zwar ein bisschen mehr Korn, allerdings will ich nicht, dass sie meine Rinder essen. Da hat man schon gesehen, der hat das automatisch umgestellt, dass wir dann hier Rinder gegessen werden und die will ich nicht verlieren, weil dann verliere ich ja meine Milchproduktion und dann kann ich nur noch 90 Leute ernähren und das will ich nicht. Zufallseignis war Wölfe, Schäfer, Vorsicht, aber da wir keine Schafe haben, beeinflusst uns das nicht. Es beeinflusst aber wohl die Beliebtheit in dieser Runde, dass es eben auf Schwierigkeitsstufe schwer ist, dass halt öfter hast du solche Problemsituationen und Regen haben wir natürlich auch. Das ist natürlich alles Mist. Wobei ich glaube, dass Regen eigentlich im Englischen war das gut für die Tiere, dass die gut heranwachsen. Aber nun gut. Dann machen wir es mal so, dass es genau passt. 9 hier und 79 da. Man kann das nicht punktuell machen. Manchmal springt das auch um 2, je nachdem wie hoch der Wert ist. Je höher der Wert ist, desto größer sind die Sprünge, die man hier mit diesem Klick machen kann, mit einem Klick. Gut, 46 kriegen wir jetzt schon. Wir haben schon ein paar mehr Einwohner. Das heißt, wir kriegen auch mehr Kronen in die Kasse, aber wir kriegen nicht gerade viel Händler jetzt im Moment. Und dann gehen wir einfach mal in die nächste Runde.
und sind jetzt im Winter. Stürme zerstören Ernte und sind schlecht für das Vieh. Das ist natürlich Mist. Aber wir haben jetzt hier 61 Korn haben wir jetzt schon wieder drin. Das ist noch vom letzten Mal übrig geblieben. Und jetzt heißt es eben hier, dass wir die Felder neu besehen. Auf so ein Feld kann maximal 300 Körner ausgesät werden. Und wenn wir, da wir 30 Körner auch haben, können wir auch maximal 300 hier jetzt aussehen. Wenn ich ein zweites Feld dazu hinzufügen würde, dann könnte ich maximal 600 machen. Da wir aber nicht 60 Korn haben, das heißt, ich gehe auf Rationen, dass ich dann hier auch wieder meine 61 zur Verfügung habe im nächsten Jahr, dann kann ich hier auch auf 600 gehen. Und so bemisst sich das. Da wir aber nur ein Feld brauchen, werde ich das hier wieder zum normalen brachliegenden Feld machen und ja, werde das Ganze wieder auf normale Rationen stellen. Und entsprechend auch hier brauche ich jetzt Leute, die das Ganze aussehen und werde die Leibeigenen wieder ein bisschen zurückpfeifen. Aber nicht so viel, dass ich hier ein Feld verliere. Aber das würde jetzt gar nicht passieren. Selbst wenn ich das auf 0 setzen würde, würde das gar nicht passieren. Aber ich will trotzdem das auf dem Minimum belassen. Hier kriege ich es nicht hin, weil ich nicht genug Leute habe. Aber dann werden 19 Körner werden dann quasi ausgesät. Gut, Händler haben wir noch nicht. Und Burgunder Armbrustschützen. Das sind 150, kosten 575 pro Jahr. Die sind nicht schlecht, aber ich meine, normannische Armbrustschützen waren besser. Müsste ich mir mal aufschreiben, ja. Das Verhältnis jetzt. Das sind Burgund, Armbrust, kosten mich. Ich habe die noch nie gesehen. 150 pro Jahr. Das muss man übrigens auch bezahlen, selbst wenn sie nur noch eine, wenn nur noch einer von denen da ist, muss man immer das volle Gehalt bezahlen. Ich meine, der eine würde sich dann freuen, aber behalten will man den nicht. Und 500 halt für die erste Erzahlung, damit man sie rekrutieren kann. Aber das Geld haben wir nicht, lange nicht, aber ich will die mal vergleichen mit den normannischen Armbrustschützen. Ob die vom Kosten-Leistungs-Verhältnis besser oder schlechter sind, aber das ist jetzt sowieso egal, weil wir nichts anderes machen können hier als eine weitere Runde abwarten. Die Zeiten sind schlecht, aber so, die Zeiten sind schlecht, aber Arbeit und umsichtige Planung könnten eine neue Blüte herbeiführen. Ja, das ist dieser Bericht, den man dann jedes Jahr oder jedes zweite Jahr oder vierte Jahr oder auch nie bekommen kann. Und da zeigt er an, hier Plus. Von Bauern haben wir ein Plus gegenüber letzten Mal. Gebiete nichts. Hat sich nichts verändert. Größe. Ja, das ist unsere Gesamtbevölkerung, denke ich mal. Oder, nee, das sind die Bauern und das ist die Gesamtbevölkerung. Gehe ich mal davon aus. Oder vielleicht auch die Truppen dazu gezählt. Naja, Gesundheit ist immer noch geschwächt. Und Zufriedenheit ist 13. Das ist, naja, gerade so über dem, wo man noch Leute rekrutieren kann. Nahrung ist 780. Farmerträge sind 19 nur. Und hier sieht man jetzt anhand der Fahnen, wo wir gerade stehen. Wir stehen sehr niedrig. Der Earl ist der führende Adelige. Die meisten Burgen hat der Baron, obwohl die alle gleich auf sind. Gewinnt dann aber bei Gleichstand immer der Linksaußen. Und das ist hier der Grüne, das ist der Baron. Finanzen, da ist die Comtesse am besten und wir sind gleich auf mit dem Bischof. Territorien haben alle nur eins und die Truppen haben auch alle gleich, also gar nichts. Und die Bevölkerung, ja, da hat der Earl momentan noch die Nase vorn, aber im Großen und Ganzen bleibt sich alles gleich. Und Beliebtheit sind wir schlechter als alle anderen, aber der Earl mal wieder. Er ist der beste Spieler im Grunde genommen. Und da sehen wir auch schon den Earl. Ja, sein Recht auf Herrschaft wird bald wiederhergestellt sein. Und ja, solche Meldungen bekommen wir die ganze Zeit. Ich werde aber trotzdem jetzt mal hier die Sprachausgabe werde ich ausstellen. Ja, kann ich natürlich auch drin lassen. Und wir haben den Babyboom, immerhin. Das heißt, wir kriegen viel mehr Bevölkerung in diesem Vierteljahr. Und Stürme sind natürlich wieder schlecht für Vieh und Körner. Das ist natürlich nicht so pralle. Aber die Saat ist jetzt erstmal ausgesät. 201 sind ausgesät. Und jetzt brauchen wir auch 101, also die Hälfte, um die im Frühling dann halt zu bewirtschaften. So. Leibeigene Kuhhirten. Ja, Leibeigene kann ich da wieder reinsetzen. Und wir haben immer noch keinen Händler hier. Das ist schade. Und ich muss gucken, dass wir auch nicht zu viel von unserem Korn verlieren jetzt. Aber das sollte wohl für, ja, kommen wir damit durch den Sommer.
Ansonsten machen wir noch einmal hier für halbe Ration, wenn es dann knapp werden sollte. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die gar nichts mehr zu essen kriegen, weil dann fangen sie an, deine Rinder aufzuessen. Es sei denn, du gehst auf keine oder Ration oder sowas und dann sind sie noch angepisster. Das heißt, es ist besser, dann einmal oder ein paar Mal zwischendurch auf halbe Rationen zu gehen, als gleich auf Viertel oder gar keine Ration. Das macht dich sehr, sehr wütend. Und doppelte Ration und dreifache Ration könnte man auch machen. Allerdings wirkt das auf die Zufriedenheit nicht, wenn man das nur in einem Zug macht, sondern man muss schon zwei machen mindestens. Damit die Leute merken, aha, das ist nicht nur so ein kurzer Bonus, sondern das könnte jetzt dauerhaft so sein. Ja, so funktionieren die Leute, die glauben es erst nicht und dann erst ein Vierteljahr später, ein Quartal später, dann glauben sie es. Tja, 281 Leute haben wir und mehr können wir nicht machen. Ich habe vor, nach rechts zu gehen, weil hier gibt es viele Orte, die auf einem Haufen sind und drei Stück, dann will ich die auch haben und das könnte ich mir auch schnappen. Ich möchte nur gerne mehr Frontenkrieg verhindern, weil irgendwann müssen wir es so haben, dass wir auf jeder Straße einen Truppenteil stehen haben und wenn man nur zwei Straßen zu verteidigen hat, ist es besser, als wenn man drei zu verteidigen hat. Alles ruhig, keine Probleme im Gebiet, Regen schlecht für Reife, aber gut für Anbau. Ich interpretiere diesen Hasen immer als einen, der gerne, naja, andere Kaninchen besteigt und dann mehrere Karnickel wirft, oder Hasen dann in dem Fall, und dass das dann gut für die Tiere ist, dass die sich da gerne vermehren bei so einem Wetter oder so. Zumindest, ich meine, das im Englischen genauso geheißen hat, das muss ich aber nochmal nachlesen. So, jetzt sind wir im Sommer und jetzt sehen wir schon, dass hier automatisch schon wieder auf Rinder umgestellt wurde und 8 und 3 unserer Rinder sollen, oder ja, 3 unserer Rinder sollen gegessen werden, das heißt, wir haben aber auch schon 11. Jetzt können wir aber nicht weiter zurückstellen, das heißt, ich muss auf halbe Ration auf jeden Fall gehen. Damit wir das bis dahin überleben. Bis zur Erntezeit. Und keine Rinder verlieren. Nee, wir haben bloß noch 8. Das finde ich aber schade. Und immer noch kein Händlein-Sinn. Das Händlein-Sicht, das ist schlecht. So. Ah, wir können. Ah, Kuhhirten. Okay. Alles klar. Dann haben wir zwar 2 verloren, aber wir bekommen eine Kuh wieder, wie man hier sieht. Die haben sich dann vermehrt. Und deshalb. Ja, auch hier variiert die Anzahl der Leute, die man dafür braucht, anhand der Jahreszeit. Genauso wie bei dem Getreide hier. So, und ein Feld schaufeln wir auch wieder frei. Sehr gut, das können wir immer gebrauchen. Und Bevölkerung ist schon über das 80er Maß hinausgeflogen. Und wir sind bei 400 und da sieht man ungefähr, wie weit wir sind. Dass es da einen Babyboom gab und ja, in diesem Monat aber nur 19 mit dazukommen. Irgendwann werden wir auch das Problem kriegen, dass zu viele Leute kommen und oder sich vermehren und dann haben wir nicht genug zu essen. Aber gut, Milchproduktion ernährt jetzt bloß noch 80, weil wir 2 Kühe verloren haben in der letzten Runde anscheinend. Ja, und mehr können wir auch nicht machen. Also, auf in die nächste Runde. Noch hat keiner Truppen auf dem Feld. Ja, keine Probleme im Gebiet, viel Regen, sehr schlecht für reifende oder reife Ernten. Das ist natürlich super doof. Jetzt sind es, okay, bei 197, das ist so viel weniger als 202 nicht. Das geht noch und wir stellen aber fest, dass wir beim nächsten Mal nur noch 7 zu essen hätten. 7 Korn, 9 Rinder, 1 haben wir dazu bekommen. Also heißt es jetzt hier die Leibeigenen wieder von den Feldern pfeifen und Kuhhirten wieder auffüllen, damit wir eine Kuh dazu kriegen und eben alle dann in die Landarbeit stecken. Das Feld wollen wir nicht ganz verlieren. Wir können es auf 18 runterbrechen oder 15 sogar. Okay. Die Ernte ist sehr wichtig. Da will ich so viel mitnehmen, wie es irgendwie geht. Da kriegen wir jetzt nicht ganz 197, weil ich nicht auf 295 komme, aber zumindest 180 oder 160 oder sowas. ne, 169, das kriegen wir dann. Das kann man hier gut sehen. Okay, alles klar. Herdenzuwachs plus 1 und 169 Herbsternte. Wird es dann sein. Das ist schon mal nicht schlecht. Besser als 10 auf jeden Fall. Und aber auf normale Ration kann ich trotzdem nicht gehen, wenn ich nicht meine Kühe verfüttern will und das will ich nicht. Die doppelte Ration will ich überhaupt nicht. Das geht nämlich gar nicht. Söldner sind auch keine da, Händler ist auch keine da, ja. Und das war's dann. So. Jetzt sind wir wieder dran. Korn aus der Ferne, das ist ein positives Ereignis. Das heißt, wir kriegen Korn. Stürme zerstören die Ernte, das ist nicht so gut. Ja, jetzt können wir hier wieder einteilen, wie viel wir aussehen wollen. Und da bleiben wir bei 200 und setzen die Leibeigenen wieder aufs Feld, damit wir kein Feld verlieren. Die Kühe können wir ein bisschen reduzieren noch. Am besten kann man die Leibeigenen dann im Frühling und im Sommer einsetzen, wenn das Feld, die Feldarbeiter nicht so viel oder die
Körner nicht so viel Aufmerksamkeit brauchen. Gut. Gut, da ist wieder ein Feld frei geworden. Wir haben immer noch eine Kuh auf diesem Kuhfeld. Wir bräuchten unbedingt einen Händler, der uns Kühe verkauft. Das wäre echt sehr, sehr gut. Und wir können jetzt, da wir unter 9 gefallen sind, und jetzt können wir keine Truppen mehr rekrutieren, jetzt müssten wir eigentlich auf normale Rationen gehen. Mache ich ungern, aber muss ab und zu mal wieder sein, damit sie nicht alle meckern hier. So, plus plus, Zufriedenheit ist im Minus. Ja, das war klar, aber alles andere ist im Plus. Und wir sind immer noch die... Ja, der labert wieder dumm rum. Bremen, ja. Und noch hat kein anderer hier was bekommen. Keine Probleme im Gebiet und es gab leichten Regen. Okay, damit können wir um. 223 sind auf dem Feld. Landarbeiter pfeifen wir zurück. Und lassen die Leibeigenen wieder ein bisschen schuften. Endlich haben wir einen Händler, John de Orley. Und der sagt uns, er hat uns nichts zu sagen. Das ist natürlich nett. Und wir können jetzt aber erstmal Kühe kaufen und Bier. Bier ist tatsächlich gut, um unsere Moral zu steigern. Aber auch nur in dem, ja gut, dauerhaft, aber auch nur einmalig können wir das kaufen in der Runde dann. Für den Ort, wo der Händler gerade ist. Und ja, das Maximum, was wir kriegen können an Moral, ist plus 3. Jetzt, selbst wenn wir jetzt hier noch mehr Fässer kaufen würden, können wir bloß unsere Zufriedenheit um 3 steigern, also von 9 dann auf 12. Aber je größer die Bevölkerung ist, desto mehr Bier braucht man auch. Jetzt haben wir eine kleine Bevölkerung, das heißt, mit 2 Fässern Bier sind wir schon auf dem Maximum. Bei höherer Bevölkerung wäre dann, bräuchten wir vielleicht 3 oder 4 Fässer sogar. Ich werde aber trotzdem, da wir so viel Geld nicht haben, nur ein Fass Bier kaufen, damit die zumindest plus 2 bekommen und wieder auf 10 sind. 11 meine ich, ja genau, da haben wir es. So, weil das restliche Geld will ich, ich hätte sonst auch gerne Schafe gekauft, dann für Kühe ausgeben. Zumindest, ja. 5 Stück. Ja, ich glaube 5 Stück können wir uns erstmal... Oder wie viel habe ich denn jetzt hier? 10, ja okay, 5 Stück. Oder doch 7. Oder 8. 8 ist auch nicht schlecht. Ja, kaufen wir 8, okay. Jetzt hätte man vielleicht auch gute Söldner kaufen können. Ja, diese aber, die kosten 700 und so viel Geld habe ich gar nicht. Das sind schwedische Schwertsoldaten. Aber dafür habe ich das Geld gar nicht. Und auch gar nicht die Einnahmen, weil die kosten dann auch. Wie viel kosten sie jetzt hier? 50 Kronen pro Jahrgang. Und das ist in meiner derzeitigen finanziellen Situation nicht so pralle. Die minus 308 sind aber auch nur in dieser Runde, weil wir so viele Kühe gekauft haben und das Bier. Das ist nicht das, was wir standardmäßig haben. Das sieht man auf dem Finanzbildschirm. Dann genauer, was man einnimmt. So, 18 Kühe. Und jetzt haben wir hier schon 2 Kühe auf diesem Kuhfeld. Das heißt, um das maximal auszunutzen oder um deren Vermehrungsrate zu steigen, definieren wir noch ein zweites Kuhfeld, sodass wir hier wieder dass sich die Kühe ein bisschen besser verteilen können auf dem Acker. Und die Fruchtbarkeit leidet auch nicht darunter. Und, also der Fruchtwechsel leidet nicht darunter. Mit den brachliegenden Feldern, und die Fruchtbarkeit ist entsprechend enorm bei uns inzwischen schon. Ist auch gestiegen vom Anfang, da war es ja noch normal. So, was ich jetzt machen werde, ich brauche mehr Kuhhirten vor allen Dingen, da wir mehr Kühe haben und ich will keine Kuh verlieren. Wir bekommen zwar auch keine dazu, das passiert glaube ich nur im Sommer auf Herbst, glaube ich. Oder eher passiert das da, später passiert das auch in anderen Jahreszeiten, weil wir einfach so viele Kühe haben, dass die sich auch dann vermehren. Naja. Und ja, die anderen 95 schicken wir wieder zur Landvermessung bzw. Gewinnung. Ja, die können wir uns nicht leisten. Und ja, das war's dann. Wie viel kriegen wir dazu? 3 Leute nur dazu. Ja, unsere Beliebtheit ist nicht so groß. Aber wir haben immer noch 209 Körner und keine Ratten, die es uns wegfressen. Das ist nicht schlecht. So, da ist das zweite Kuhfeld hinzugekommen. Keine Probleme im Gebiet und trübe Witterung. Das ist negative Wirkung auf Reifenernte. Ja, aber anscheinend nicht so wirklich. So, Leibeigene erstmal zurückfahren. Wobei, müssen wir gar nicht. Wir können sogar die Landarbeiter noch ein bisschen weiter zurückfahren. Den Leibeigene brauchen wir zum Felder befreien. Ja, 59 Kronen in der Runde. Das ist das unser normaler Wert. Und, oh, Gascogner Schützen. Schützen sind Bogenschützen. Die feuern weiter als Armbrustschützen, sind aber nicht so stark. Ich mag lieber Armbrustschützen. Weil die meisten Kämpfe laufen nicht auf Distanz auf Dauer, sondern mehr im Nahkampf. Und da sind Armbrustschützen mit ihrer Durchschlagskraft einfach besser. Kosten auch 600, können wir uns sowieso nicht leisten. Also, nächste Runde. Ich will zumindest nochmal eine Provinz erobern. Oh nein, 25% Getreide sind weg. Danke, ihr Scheißratten.
Und wir haben wieder Regen. Und das im Herbst. Sehr gut. Aber wir haben ja auch eine gute Ernte. 209 können wir hier einsacken. Und das heißt, wir holen die Leute wieder von den Feldern und schicken sie auf andere Felder. Also ist das Feldermanagement-Spiel. Kuhhirten brauchen wir aber auch eine ganze Menge mehr. Damit wir hier plus eine Kuh kriegen. Die Kühe will ich auch gerne haben. Ja. Die Ernte wird wohl nicht so groß ausfallen. 151, ja, das ist so ein bisschen weniger als beim letzten Mal. Aber wir haben immerhin Honest Jim, der uns sagt, Neues aus Kurpfalz, die Lagerhäuser dort sind bis zum Rand gefüllt. Sehr interessant. Normalerweise bringt das überhaupt nichts, wenn man sowas weiß. Zumindest mir hat das noch nie einen Vorteil eingebracht. Und wir können bei ihm auch wieder Bier kaufen. Und Kühe. Was machen wir denn da? Wolle können wir auch kaufen, aber das kann man zu nichts gebrauchen. Man kann es nur verkaufen, wenn wir Schafe kaufen könnten, aber das können wir bei ihm noch nicht. Getreide können wir verkaufen, aber das ist ein bisschen billig momentan, das bringt nicht viel. Ich werde dann mal für den Fall der Fälle, falls ein paar Unglückssachen passieren, noch ein bisschen Bier einkaufen. Und noch zwei Kühe. Dann, ja. Da sind immer. Okay, das passt noch. Mit den Feldern und auch sonst ist hier eigentlich. Oh ne, doch nicht. So. So, jetzt passt es wieder. Maurenschützen, okay. Die sind sogar noch ein bisschen besser, glaube ich. Das sind immerhin 250. Aber die kosten 125 pro Jahrzehnt. Aber die kosten auch 700 in einer Anschaffung. Das weiß ich jetzt nicht. Was war jetzt günstiger? Schützen. Okay. Gucken wir mal. Sind auf jeden Fall mehr als die Burgunder Armbrustschützen. Scheint mir ein besseres Verhältnis zu sein. Aber es sind immer noch nicht die besten. Die besten Nahkämpfer sind die irischen, weil das 400 Speerkämpfer sind. Und das sind so nach den Schwertkämpfern die besten Nahkampfeinheiten eigentlich. Würde ich sagen. Und ja, die besten Bogenschützen sind eigentlich die normannischen Armbrustschützen. Also nicht Bogenschützen, sondern Armbrustschützen. Gut, normale Rationen haben wir. Bier haben wir gekauft. Kühe haben wir gekauft. Können wir uns noch nicht leisten. Ja. Nächste Runde. Mal sehen, wenn wir die ersten Truppen ausheben können. Aber wir müssen auch, wie in Kingdoms of Germany auch, dann erstmal die, den Volkswiderstand besiegen, der in diesen Orten ist. Und je nachdem, wie viele Häuser da sind, desto stärker ist der Widerstand. Hier ist nur ein Haus, das heißt, es ist nicht viel Widerstand. Aber hier zum Beispiel in Braunschweig ist schon 1, 2, 3 Häuser, das ist schon ein bisschen mehr. Und wir haben in unserem Land ja auch nur ein einziges Haus. Das heißt, wir sind auch nicht so ganz gut. Okay, wir haben einige Lager verloren und Stürme zerstören die Ernte und das Vieh. Na gut. Ja, und das heißt, wir verlieren ein bisschen Beliebtheit mal wieder. Wobei wir die Lager ja nicht angesteckt haben. Also ich weiß nicht, was die Leute sich da wieder beschweren. Aber naja, so sind die Leute halt. Und wir legen wieder 200 Saat aus und erhöhen hier ja, ungefähr und sorgen dafür, dass unsere Felder zumindest nicht verloren gehen. Und hier sehen wir schon wieder, dass wir so viele Kühe haben, dass wir ein weiteres Feld aufmachen können. Unser Fruchtwechsel hat nicht darunter gelitten, sonst würde hier eine Blume verschwinden. Und wir haben den Old George, der uns sagt, ich höre, der Rekord für die größte Steckrübe wurde gebrochen. Wow, das sind Informationen, die Welt braucht, Mann. Ja, und hier können wir tatsächlich auch dann Schafe kaufen zum ersten Mal. Ja, mal sehen, wie viel ich davon kaufen kann. 7 Stück. Ja, nehmen wir 6 Stück. Und geben dem ein Feld. Und Fruchtwechsel hat immer noch nicht gelitten. Sehr gut. Jetzt bräuchten wir aber noch mehr Schäfer. Das heißt, ich muss von meinen hier. Ah, ich brauche noch mehr Kuh hier hin. Und wir bekommen jetzt 2 Kühe in der Runde. Und Schäfer brauchen wir zumindest 3 Stück. Damit sie hier die Schafe scheren können. Das machen sie nämlich immer vom Winter zum Frühling. Und das heißt, wir bekommen dann im Frühling, also gleich im nächsten Jahrgang, also im nächsten Quartal, dem nächsten Jahr auch, dann die Wolle, ohne sie das ganze Jahr über durchfüttern zu müssen. Gut, Geld haben wir sonst nichts mehr. Wir können höchstens noch ein bisschen Getreide verkaufen. Aber auch ein bisschen übrig haben im Moment.
damit wir nicht ganz arm dastehen. Ja, und sonst können wir noch ein Bier kaufen. Ja, okay, dann sind wir wieder arm, aber zumindest ist die Zufriedenheit dann wieder auf plus 1 und auf 14 gegenüber der Vorrunde. Gut. Truppen können wir noch immer... Wir könnten jetzt welche anheuern, hier Bauern zum Beispiel. Aber das wären 15% unserer Gesamtbevölkerung und das würde die Stimmung wieder in den Keller kippen lassen. Mehr als 50 können wir sowieso nicht rekrutieren und das würde uns quasi auf Null zurückwerfen fast, weil wir die Hälfte der Bevölkerung zum Kriegsdienst einziehen und man kann die auch nicht wieder zurückgeben. Ja, wenn man Bauern eingezogen hat, können sie nicht wieder aufs Feld zurück, sondern müssen kämpfen. Ja. Und kosten uns aber nichts, aber kosten dann Beliebtheit. Es sei denn, das bleibt unter 10. Wenn es unter 10 bleibt, ist die Beliebtheit unangetastet. Und das kann man auch mehrmals machen und das werden wir auch machen. Das ist bei diesem Schwierigkeitsgrad eine nötige Geschichte, wie ich sagen würde. Wenn man Pech hat. Und deshalb wollte ich nie auf Meister spielen, weil Meister ist nochmal eine Ecke schlimmer bezüglich der Zufallsereignisse. Wir haben jetzt schon, kämpfen jetzt schon mit dem Überleben im Grunde, aber das ist dann nochmal noch viel schlimmer. Wer es möchte, kann es gerne wagen. So, nächste Runde. Und Plus haben wir in allen Bereichen bis auf Farmerträge, ja gut. Und die anderen ziehen uns langsam an der Nase oder ziehen an uns vorbei. Der Bischof hat wieder seine erste Burg gebaut, der ist immer der Erste, der eine Burg fertigstellt. Und ja, der Earl hat am meisten Schätze, der Baron hat am meisten Territorien tatsächlich, weil er ja links ist, oder links steht. Also alle haben nur noch eine Provinz und auch sonst ist hier alles andere ziemlich relevant, das interessiert mich nicht wirklich. Da sehen wir die Burg jetzt hier, die wird angezeigt vom Bischof, hier unten links in Burgund. Ja. Und wir müssen sehen, dass wir hier auch weiterkommen. Und der Baron schickt seine ersten Truppen aus. Und schafft es aber nicht bis zur ersten Ortschaft. Mal sehen, ob er es dann schafft. Da sind zwei Dörfer und ich hoffe mal, er hat nur wenig Leute. Er kann auch besiegt werden, die KI kann auch besiegt werden von der KI. Also die KI von Kampf von sich selber besiegt werden, also von den Bauern, die da hausen. Keine Probleme im Gebiet. So, Landarbeiter können wir reduzieren jetzt. Kuh hier hinten auf das Maximum und... Ja, wir verlieren ein Schaf, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann es leider nicht verhindern. Selbst wenn wir 87 Schäfer hätten, eins geht anscheinend sowieso tot. Können wir es auch auf 3 lassen und den Rest schicken wir wieder dann aufs Feld, um die restlichen braunen Felder hier frei zu machen. Plus 64 kriegen wir, Söldner gibt es keine, Händler gibt es keine. Korn haben wir 195, gegessen werden 11 und 230 werden von den Kühen ernährt. Ja, und ansonsten können wir auch nichts weiter machen. Außer vielleicht dem Baron zusehen, wie er an der Ortschaft vorbeizieht und zum nächstbesten übergeht. Und da vielleicht auch stehen bleibt. Wobei, das könnte er schon eher erobern. Da ist nämlich nur ein Dorf. Keine Probleme. Kaum positiv. Negativ. Ein Feld wird freigeschaufelt. Aber wir brauchen ein paar mehr Schäfer hier unten jetzt für die Schafe. Sehr gut. Der Rest kann eben das Feld freischaufeln. Okay. So. Nee. Da Händler haben wir nicht und Söldner haben wir auch nicht. Mit 147 Kronen könnten wir uns die eh nicht leisten. Und weiter geht's. Ja, am Anfang ist noch nicht viel zu tun. Der Earl macht jetzt auch seinen Zug, seinen ersten mit seiner Truppe, mit seiner Armada. Und hat auch schon 3 Dörfer an seinem Hauptort. Irgendwas ist mit dem Earl passiert. Hat er jetzt den Ort eingenommen da? Ja, tatsächlich. Ist grün geworden und hat die Siedlung eingenommen. Man kann übrigens nur Siedlung einnehmen, auch die an das andere Land angrenzen. Also er kann jetzt nicht quer über die Karte rennen und sich diese Provinz schnappen, wenn sie nicht direkt an seine angrenzen würde. Zumindest kann ich das nicht. Ich weiß nicht, ob die KI das nicht... Das könnte, aber es nur nicht macht, weil das einfach hier vom Spiel nicht vorgegeben ist. Gut. Trübe Witterung. Wir müssen die Leute wieder aufs Feld schicken, um das Korn zu ernten. Aber Kuh hier innen brauchen wir auch. Das ist immer wichtiger. Da ist meine Priorität, dass ich die nicht verliere. Schaf verlieren wir sowieso. 3 lasse ich aber trotzdem da. 207 können wir das Feld schicken. Oder vielleicht sogar ein paar mehr. 230. Wie viel kriegen wir dann dafür? Wir kriegen... Oh, Händler ist da. Und irische Speersoldaten. Aber wir haben nur 219. Schade, schade, schade. Das ist natürlich richtig gut. Eieiei. Irische Speersoldaten.
die kostenlos 450 in der ersten Zahlung, 40 Krummen pro Jahrzehnt und sind 400 Speersoldaten. Oh oh. Wir können schon mal 3 Wolle verkaufen. Ah, schades Getreide, aber wir kriegen ja neues Getreide. Ich werde es verkaufen. Auch wenn es ein bisschen dumm. Ja, ist ein bisschen dumm. 56 kann ich vielleicht verkaufen. Und Kühe kann ich verkaufen, okay. Aber das lohnt sich dann auch. 4 reichen 4 schon? Ja, 4 reichen. Okay. Dann stelle ich die jetzt mal auf. Das erste Mal, dass ich irische Speersoldaten aufstelle. Das ist eine super Einheit und hat auch schon 2 Soldaten. Normalerweise, wenn man eine Einheit aushebt mit 50 Leuten oder bis 400, glaube ich, oder bis 300, dann wird das mit einem Soldaten angezeigt. Aber da wir schon 400 jetzt haben, durch diese eine Söldner-Einheit, haben wir schon 2 Leute, die dargestellt werden. Und bis 1000, also über 1000, sind es dann 3 Leute, die dargestellt werden. Und mehr wird auch nicht dargestellt, selbst wenn man 10.000 hätte. Was aber nicht geht, weil dann die Moral sehr schnell zusammenbricht. Oder beziehungsweise, ja, weil die Moral kann nur aufrechterhalten werden, indem die Leute kämpfen. Nur durch Kämpfe geht das. Okay, das war jetzt natürlich hier ein bisschen eine heikle Aktion, wenn man so will. Aber ich finde, das sollte sich gelohnt haben. Eine Kuh kaufen wir uns wieder zurück. Das ist jetzt ein bisschen doof, aber hey, da haben wir irische Speersoldaten. Die werden wir jetzt auch richtig schön einsetzen. Das könnt ihr mir mal glauben. So, eins zurück und da rein. Oh, wir kriegen sogar volle Ernte. Ja, sehr gut. Das kriegen wir auch noch gebacken. So, wohin schicken wir unsere Soldaten denn zuerst? Ich glaube, hier runter. Da sind 2 Siedlungen, die wir gut brauchen können, weil ich sehe hier viele Kühe in dem Ort. Ja. Oder da runter. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Weil der hat sich noch nicht bewegt, der Ritter. Bis dahin könnten wir auch schon was anderes haben. Kommen wir zuerst in der ersten Runde schon hier hin. Okay, marschieren wir los. Ja, und wenn wir die Grenze überschreiten, wenn das noch zumindest ein uneroberbares Territorium ist, kommen hier der Bote von Münster und hofft, dass wir in Frieden kommen. Und jetzt kann man ihm Geldgeschenke anbieten. Bis zu 10.000. Das hat noch kein Mensch anscheinend je gemacht, so wie ich das gelesen habe. Und ich werde es auch nicht machen, vor allem, weil ich das Geld gar nicht habe. Und dann wäre zumindest die Möglichkeit, dass er uns dann bittet, dass wir das Land übernehmen. Das könnte auch sein, dass dass dem Land so schlecht geht, dass sie uns freiwillig dann als Herren annehmen. Aber das passiert nur, wenn nur noch, ich glaube, 25 oder weniger Leute in dem Ort sind. Und das passiert eigentlich so gut wie nie, dass sowas passiert. Und daher kann man den einfach wegklicken mit rechts und ihn quatschen lassen. Wir greifen das Territorium an. Es sind 291, gegen die wir kämpfen müssen. Das sind immer Bauern. Und jetzt sind wir auf der Schlachtkarte das erste Mal. Wir sehen hier, 400 sind unsere Leute. Und 291 sind die Gegner. Und eine Figur repräsentiert 10 Männer in diesem Fall. Und das sind die einzelnen Button. Das ist Formation. Die kann man entweder senkrecht oder waagerecht aufstellen. Das ist hier die Zeit, ob man jetzt stoppen will oder weiterlaufen lassen will, die Zeit. Hiermit bewegt man die Truppen, hiermit gibt man den Bogenschützen oder Armbrustschützen den Befehl zu feuern. Hier kann man die verkleinerte Sicht davon haben vom Schlachtfeld. Und hier unten rechts sehen wir dann schon unsere Speerträger. Hier kann man einen Rückzug machen und hier kann man dem Gegner Gnade anbieten, dass er zum Beispiel aufgibt. Was aber der Volkswiderstand, sage ich mal so, also diese hier nie machen werden. Das machen nur die Truppen von Gegnern, wenn sie ziemlich unterlegen sind. Dann kann man denen Gnade anbieten und dann lösen die sich, wenn man Glück hat, auch schon gleich auf als Armee. Dieser Button aber ist, kann man mehrfach durchklicken. Das eine ist, dass einem angezeigt wird, was für eine Einheit das ist. Das ist hier das B für Bauern und SP für Speerträger. Komischerweise ist im Deutschen das B für Bauern auch das B für Bogenschützen, also könnte man die verwechseln, wenn sie nicht ein bisschen anders aussehen würden. 20 und das Herz ist die Moral, 20er Moral und wir haben 25er Moral, das heißt, wir sind moralisch im Vorteil. Wenn die Moral auf 0 runterfällt, dann fliehen die Gegner oder fliehen auch wir. Also da muss man aufpassen. Und es sind 145, 2 Mal und wir haben 400. So, und wir werden jetzt hier... Oh, jetzt habe ich einen Grafikfehler hier drin. Unsere Truppen, die hier rechts weitergehen, werden auf der linken Seite fortgeführt und bleiben da auch. Na, egal. Wir klicken einmal drauf, dann wird das hier mit einer Fahne markiert und dann können wir denen den Marschbefehl geben. Dann wird unsere Faust oder unser Zepter zu einem Schwert und
dann können wir sagen, wen sie angreifen oder wohin sie laufen sollen. Ja, und dann drücken wir auf die Sanduhr und lassen unsere Jungs mal losmarschieren. Sehen das hier auf der kleineren Sicht und auf der rechten Seite verschwindet das irgendwie in so einer Bug-Grafik. Sehr merkwürdig, habe ich noch nie gesehen. Aber auf jeden Fall prallen gleich unsere Linien aufeinander. Und mal gucken, ob meine Jungs hier eine zahlenmäßige und strategische Überlegenheit ausspielen können. Die einzige andere taktische Komponente in so einer Schlacht, abgesehen von den Truppen selbst, ist dann, wenn hier so ein Sumpf wäre. Aber hier ist leider kein Sumpf, weil da würden die Truppen dann drin versacken und man könnte dann bricht das ihre Formation sozusagen auf. So, wir haben schon leider 10 Speerträger verloren jetzt. Wir könnten die jetzt mal Gnade anbieten. Aber sie kämpfen bis zum letzten Mann und die Moral ist von der einen Truppe auch schon hinüber und sie fliehen. Von der anderen Truppe ist sie auch hinüber. Kämpfen aber noch weiter. Da ich aber keinen Trupp mehr verlieren will, sage ich also meinen Speerträgern, sie sollen sich hier zurückziehen, damit sie sich von der Einheit lösen und nicht weiterkämpfen. Und ja gut, ein paar sind noch da, aber im Großen und Ganzen haben wir sie geschlagen und 18 sind leider verloren gegangen von unseren irischen Speerträgern, aber der Gegner ist besiegt und Münster ist unser. Ja, und jetzt haben wir das zweite Land und ja, kommen auch gleich ein Ergebnis, aber wir sehen, dass das Land ist ziemlich mies drauf, was Nahrungsmittelversorgung angeht. Wir haben auch keinen Händler in dieser Runde. Und Schäfer sind auch viel zu viele da, die überhaupt nichts machen können. Wir können natürlich Landarbeiter hinschicken, aber hier sind schon alle Felder. Achso, hier ist noch gar kein Kuh- oder Getreidefeld definiert. Geht auch gar nicht, weil wir gar keine Kühe oder Getreide hier haben. Schäfer, ja. Das bringt uns aber auch nichts. Im Großen und Ganzen ist alles ziemlich mies, weil wir auch viel zu viele Leute hier haben. Da muss ich jetzt eben gucken, was ich da mache. Ich werde wohl Getreide rüberschicken müssen, wenn ich nicht schon so viel verkauft hätte. ja. Gut, 168 bekomme ich und die brauchen dringend ein bisschen was. Die brauchen zumindest Getreide. Aus Bremen nach Münster schicken wir dann eben hier 50 Getreide und 4 Rinder erstmal. Dann taucht hier so ein kleiner Wagen auf und der fährt dann hier in den Runden dahin. Was wir aber auch machen müssen, ist, weil das hier sonst zu heikel wird, setzen die auf keine Ration, weil wir die können wir die Schafe noch brauchen. Ne, die können sie ruhig essen. Auch wenn sie 8 Stück essen, aber das geht nicht. Wir müssen hier Truppen ausbilden. Das können wir jetzt gut noch machen, weil die 14 Moral haben, also über 10 sind. Und 500 Leute werden jetzt Bauern ausbilden. Aber auch immer nur 50, weil dann sind es nur 8%. Und verbinden sie dann mit unserer Speertruppe. Gesundheit ist durchschnittlich, Moral ist gut. Wir sind besorgt, ich weiß nicht warum. Und machen das nochmal. Da sind es jetzt schon 9%, aber es ist immer noch unter 10. Was das aber auch bedeutet, ist, dass wir hier weitaus weniger Leute zu versorgen haben. Und die essen dann nur noch, 6 anstatt 8. Kann ich noch so eine Truppe ausbilden? Ne, das sind schon 10 und das würde die Moral zu weit nach unten werfen. Das tut eine Föderation zwar auch, aber man will sie ja nicht gleich wieder zur Rebellion verleiten hier. Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Runde dann erstmal wieder zu lassen und gucken, was der Gegner macht. Der Ritter bewegt sich jetzt auch. Der schickt hauptsächlich viele Truppen raus, und zwar viele billige Truppen, also Bauern. Komischerweise, obwohl er der Ritter ist. Contest macht auch ihre ersten Züge hier. Der Earl bewegt sich auch weiter nach Norden auf die Contest zu. Aus seinem österreichischen Winterlager. Der Baron macht weiter nichts. Und wir sind wieder dran. So, unsere Lieferung ist zum Glück angekommen und wir können jetzt hier die erste Saat aussehen. Schafe sind alle gegessen worden, so wie es aussieht, oder? Nee, das kommt, weil ich hier auf Rationen gestellt habe. Nee, wo sind denn unsere Schafe? Oh, alle tot. Schade. Kühe brauchen wir aber auch.
Und jetzt müssen wir das Land hier ein bisschen bewirtschaften. Können Sie auf 200 oder auf 300 machen, also dann würden wir 30 verlieren, dann hätten wir noch 20 fürs nächste Jahr. Und die essen schon 20. Das ist natürlich doof jetzt. Ich muss von meinem anderen hier Land was abzweigen wieder. 177 haben wir da zum Glück. Da stellen wir auf 22. Feld wollen wir nicht verlieren. Schäfer stellen wir auch ein paar ein. Ja. Getreide ist zwar billig, aber wir kaufen mal ein paar Schafe. Und noch eine Kuh dazu. Wie sieht's hier aus? Ja, okay, das geht alles. Dann brauchen wir aber Schäfer ein bisschen mehr. Damit wir zwei Schafe dazu bekommen. Und zwei Kühe. Getreide reduzieren wir ein bisschen. Nee, okay, das geht. Dann kriegen wir jetzt, wie viel Getreide kriegen wir? 21 Saat. Sehen wir aus. Ja, okay, das ergibt Sinn. Dann können wir vielleicht, ich sag mal so 100 Getreide wieder rüberschicken, damit wir da versorgt sind. Oder sagen wir 90. Dann sollen sie hoffentlich überleben. So, was wir jetzt aber auch machen müssen, ist, wir müssen hier... Oh, normannische Armbrust. Das ist jetzt interessant. Normannen. 200. 100. Okay. Und 650 erste Zahlung. Also... würde fast sagen, die Burgundischen sind... Ah, es ist gleich auf. Aber ich würde trotzdem sagen, die Normannen sind trotzdem ein bisschen besser, weil sie zahlreicher sind und man immer nur eine Söldnereinheit haben kann und dann sind mehr halt besser. Was man so maximal mitnehmen kann. So. Kann ich hier neue Bauern aufstellen? Ne, da würden sie wieder revoltieren. Sind schon auf 10. Bekommen keine Rationen. Machen wir eine Viertelration. Oder halb. Wir machen jetzt hier halbe Ration. Das ist nicht ganz so schlimm. Und wobei, machen wir Ration, dann fliehen nämlich ein paar Leute und wir können das Ganze ein bisschen besser managen, wenn da weniger Leute sind. Manchmal ist es ganz gut, wenn die Leute abhauen, weil dann kann man da, hat man nicht solche Probleme mit so einer Überbevölkerung und so wenig Nahrungsproduktion. Wir haben einfach zu wenig Kühe im Moment und die sind so teuer. So, jetzt fressen aber auch unsere Soldaten, fressen uns die Haare vom Kopf hier, die insgesamt jetzt hier 477 Leute, die wir hier sitzen haben. Und die müssen wir also dringend rausschaffen. Das heißt, wir könnten jetzt hier, da das zwei Dörfer sind und viele Kühe haben, könnten wir uns dahin bewegen. Oder aber meinen alten Plan mit aufnehmen und da oben lang marschieren. Das wäre natürlich jetzt eine gute Möglichkeit. Weil da sind auch ein paar Kühe. Ah, ich gehe da durch. Okay. Man kann auch durch die Felder marschieren, aber das ist sehr viel langsamer, als wenn man über die Straße marschiert. Jetzt haben wir zwar hier das Problem, dass die Leute uns die Haare vom Kopf fressen, aber hier ist es, glaube ich, ein bisschen eher auszuhalten. Als in diesem kaputten Land. In Münster. Das ist einfach noch nicht auf dem neuesten Stand der Technik. Gut, beenden wir und gucken uns den Ritter an, was der macht. Der will hier... das Gebiet hier erobern und erobert es auch gleich. Die Countess bewegt sich hierhin und erobert auch das Gebiet. Der Earl geht nach Norden und geht auch gleich weiter zur Countess. Also der erste Kampf steht schon bevor. Gesundheit sinkt, Zufriedenheit sinkt, Nahrung sinkt, Farmerträge sinken, alles sinkt. Und hier sehen wir jetzt auch die ersten Schlachten, die passiert sind oder Eroberungen. Ja. So, der Wagen ist hier durchgekommen. Die haben ein bisschen mehr was zu essen. Ja, kann man jetzt ein eigenes stopfen und Kühe könnte man denen auch spendieren. Bisschen mehr Zufriedenheit. Und ja, gucken wir nochmal in unserem Land vorbei. Da sieht es nicht so gut aus. Da ist das Korn irgendwie verlustig gegangen. Aus irgendeinem mir noch ungeklärten Grund. Haben wir wirklich so viel weggeschickt. Das ist natürlich nicht so pralle. Immerhin können wir unsere Wolle hier noch verkaufen.
Und da das Getreide gerade günstig ist, kaufen wir uns da auch ein bisschen was ein. Spanier Ritter, das sind Ritter, die sind aber nicht so, die finde ich nicht so gut, weil es sehr wenige sind und die kosten auch sehr viel und gegen Speerträger gehen die meist unter. Die sind zahlenmäßig einfach zu unterlegen für die ganze Geschichte. So, ich will das wieder auf grün haben und mach mal eine halbe Ration, dann überlebt ihr auch den Frühling. Oder? Ne, okay, wir können auch normale Rationen machen, ist in Ordnung. Das geht tatsächlich noch in Ordnung. Weasel Willy. Wir brauchen hier ein paar Kühe. So. Schafe haben wir nicht im Einsatz. Oder habe ich die jetzt auch eventuell verloren? Nee. Okay. Wenn man das Feld, wenn man Schafe im Winter quasi kauft und aber für das nächste Jahr kein Schaffeld definiert hat, dann verliert man die Schafe im neuen Jahr dann. Und das wollen wir natürlich auch nicht. 300 Getreide wächst hier. Okay, das ist sehr gut. Das ist das Maximum. Wir machen auf halbe Ration hier erstmal. Das sollte eigentlich gehen. Weil im nächsten Herbst sollen sie dann genug zu essen haben, allesamt. Kühe können wir keine weiteren kaufen. 103 Getreide haben sie auch. Waffen können wir uns lange nicht leisten. Und auch sonst haben wir hier dann alles weitere getan. In unserer Macht stehende, ja. Okay. Können wir jetzt noch ein Schaf kaufen? Nee. Und sonst hätten wir auch zwei Schafe, wenn das hier zu viel wären auf einem Feld, aber das haben wir nicht und dann bleibt es so, wie es ist. So, jetzt müssen wir unsere Soldaten hier rausschaffen und das geht gerade so, dass wir sie ins andere Land schaffen. Dann heißt es zumindest, dass sie hier nicht von unserem eigenen Land fressen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich kein Getreide mehr hatte. Hier ist wieder der Chef von Braunschweig, der uns anmeckert, aber den ignorieren wir mal wieder getrost und machen uns dann in die nächste Runde auf. Countess legt sich mit dem Earl an. Und ist aber noch. Und der Earl zieht sich wieder zurück. Okay, anscheinend hat er keinen Bock mehr gegen die Countess zu kämpfen. Er hätte sich aber hier dieses Gebiet schnappen können. Aber da sind auch sehr viele drei Dörfer. Und der Ritter geht hier auf diesen Ort zu. Schafft es aber nicht und wir sind wieder dran. Okay. Da sind aber sehr viele Dörfer. Das sind fast zu viele. Das will ich fast gar nicht wagen. Hier sind aber nur zwei. Das könnten wir wagen und wir sind damit verbunden. Und wir schaffen es auch. Da gehen wir jetzt mal hin. Das Territorium werden wir nicht angreifen. Das sind nämlich viel zu viele. Dafür greifen wir das hier an. Und das sind nur 295. Damit kommen wir klar. Und wir haben unsere Bauern, haben wir. Die schicken wir vor. Einfach weil das ein guter Schild ist. Der als erster auf die Nase kriegt. Und den Rest schicken wir dann hier in diese Richtung. Oder beziehungsweise die Bauern dahin und die Speerträger dahin. Damit zumindest die Bauern. Oh, der Moral ist gleich hinüber. Das ging sehr schnell. Wir haben sie auch in einem kranken Zustand zu uns geholt. Okay. Aber die anderen Bauern sehen auch nicht viel besser aus. Obwohl, ja gut. Deren Moral ist gerade kurz auf 8 gesunken und jetzt wieder auf 10 hochgestiegen. Wahrscheinlich, weil sie meine Bauern hier besiegt haben, die jetzt hier flüchten, wie man sieht. Aber meine Schwertkämpfer, Speerträger werden da kurz einen Prozess mit denen machen. So die Hoffnung des Erfinders. So. Okay, die sind beide schon raus und jetzt kann ich meine Truppen zurückziehen. Die sollten jetzt eigentlich alle fliehen, wenn ich die jetzt wegbewege. So, okay. Dann haben wir auch... 94 sind leider gestorben, das meiste waren Bauern. Und Holstein gehört jetzt mit dazu. Jetzt habe ich keine Exekutivgewalt für Holstein. Wieso das denn nicht? Das grenzt doch direkt an meinem Land an, oder nicht? Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch eine Grenze in der Direkte. Hier, da, an der Ecke. Das ist ja doof. Das ist sehr doof. Okay. Merkwürdig. Das gibt mir jetzt sehr zu denken. Wir bekommen ein Feld zurück. Kühe müssen wir ein bisschen besser bewachen. Und hier unten, was haben wir denn hier? Ja, Landarbeiter wollen wir da haben. Felder befreien müssen wir nicht, das ist alles schon sauber gemacht worden.
Und die kosten uns aber 700. So viel Geld haben wir noch nicht. Okay. Ansonsten ist hier nichts für uns zu tun. Das ist aber sehr merkwürdig. Das beunruhigt mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass wir diesen Sieg jetzt nicht gerade kosten können. Ja, der Earl haut wieder ab. Irgendwo da unten in die Ecke. Der Baron geht nach Holland. Könnte sogar erobern. Das heißt, wir müssen sowieso hier zurück, damit er uns nicht hier in die Flanke fällt. Also irgendwas scheint hier nicht zu sein. Oder nicht geklappt zu haben. Also heißt es, Kommando zurück. Wir werden aber in diesem Land hier bleiben. Das Territorium angreifen. ja. Gucken, wie lange sich das Land halten kann. Und irgendwie haben die überhaupt keine Kühe mehr hier. Und das sollte eigentlich die Bevölkerungszahl reduzieren. Dann werden wir uns aber trotzdem zurückbewegen und in diesem Land hier bleiben. Sind sehr krank und die Moral ist schlecht. Das ist nicht so dolle. Wir müssen hier dahin gehen. Ich bin, glaube ich, die falsche Richtung angerannt. Das muss ich natürlich jetzt noch in den Griff kriegen. So, Ernte muss aber eingeholt werden. Maximale Ernte nach Möglichkeit. So, ja. Feld wollen wir nicht verlieren, aber so viel Ernte wie möglich einholen. Verkaufen können wir nichts. Und hier ist unsere Moral jetzt gerade auf unter 5 gesunken. Das heißt, die Leute könnten in 5 Runden revoltieren und uns rausschmeißen aus unserem Land. Und das wollen wir natürlich nicht. Deshalb stecken wir alles in jetzt hier Landarbeiter. Um das Maximum an 281 Getreide rauszuholen, um denen ein bisschen mehr zu spendieren. Ritter brauchen wir nicht. Aber Kühe könnten wir ein paar mehr gebrauchen. Und ein zweites Kuhfeld brauchen wir dafür auch dann. Ja. Gut. Dann kriegen wir jetzt hier 231 für die Herbsternte. Das ist in Ordnung. Normale Rationen und okay. Gut. Mehr können wir nicht machen. Der Ritter rennt da jetzt rum. Zerstört seine eigenen Felder, aus was im Grund auch immer. Soll er ruhig machen, ist mir egal. Der Earl rennt auch dumm rum. Der Baron rennt an Holland vorbei und direkt auf uns zu. Das schmeckt mir dann persönlich wieder nicht. Und unsere Leute sind tatsächlich hier von uns abgehauen. Ich fasse es nicht. Deren Moral war so schlecht, dass sie uns verlassen haben. Und jetzt haben wir gar keine mehr. Dafür gibt es Flammen in Armbrust. Das sind immerhin 250, 600 erste Zahlung. Ich glaube, Flammen sind wirklich die besten. Warte mal, 250 sind's. Kosten 125. 600 für die erste Zahlung. Jetzt habe ich allerdings das Geld nicht mehr. Das heißt, meine schöne irische Superstreitmacht ist vollkommen aufgelöst. Satz mit X, das war wohl nix. Und das ist das Problem bei diesem Schwierigkeitsgrad. Wenn man zu früh so viele Fehler macht, könnte sein, dass damit schon alles gelaufen ist jetzt in diesem Spiel, aber so schnell gebe ich ja noch nicht auf. Aber vielleicht irgendwann, aber wenigstens gibt es hier Bier, dann kann ich meine Jungs hier wieder über 5 bringen, damit sie hier nicht revoltieren gleich. Sondern sagen, ja gut, wir geben dir noch eine Chance und Maurenschützen gibt es auch hier. Ah. Naja. So. Getreide haben wir jetzt ja auf jeden Fall genug. Ja, okay. Länder verlieren wir keine, aber sonst ist das alles ein bisschen traurig hier. Muss ich sagen, dass wir unsere Speerträger hier verloren haben, aber wenigstens blockieren sie hier dann dieses Land hier mit. Seien sie beschließen hier zu uns zu rennen, aber das wollen wir mal nicht hoffen, dass sie sich an uns rächen wollen. Wir haben denen alles gegeben. Dann hauen sie plötzlich ab, die Schweinehunde. Nicht zu fassen. Aber wenigstens sind unsere Leute gesunder hier geworden und hier sind sie noch kränkelnd. Da sollten wir also keine Leute rekrutieren nach Möglichkeit, weil sonst sind sie auch alle krank. Und wer will denn kranke Leute haben? Ja, das war wohl nichts mit der dritten Provinz. Der Ritter bewegt sich jetzt, oh, der hat schon eine Burg im Anschlag, bewegt sich auf die Countess zu, die auch schön eingeschlossen ist und die andere Armee vom Ritter geistert da in der Ecke rum, genauso wie die vom Earl. Keine Ahnung, was die vorhaben. Aber Arbeit
Ja, und es sieht sehr schlecht aus für uns und ich kann nachvollziehen, wieso. Ich will es gar nicht hören. Aber zumindest sind wir provinztechnisch mit 2 immerhin auf Normalstandard, sag ich mal. Der Baron kommt immer weiter auf uns zu und wir haben hier keine Leute, die ihn aufhalten könnten. Auch keine Söldner. Das wird immer bekloppter hier. Die Leute sind zu unzufrieden. Wie sieht's hier aus? Da sind sie auch unzufrieden. Also wir können gar nichts rekrutieren. Das ist echt der mieseste Auftakt, den ich... vielleicht muss ich das Ganze neu laden und nochmal versuchen. Es sah so gut aus mit den... mit den irischen Schwertkämpfern. Speerträgern, meine ich. Das ist der Anfang, der einen dann umbringen kann hier an dem Spiel. Ja. Jetzt geht ja wahrscheinlich die Ernte im nächsten... Toll. Was für ein Penner. Was machen wir denn jetzt? Was tue ich nur? Was tue ich nur? Ich kann keine Leute rekrutieren und auch sonst ist alles. Nun kriege ich mehr Kühe rein. Das ist immerhin etwas. Aber das wird mich wohl nicht retten. Ah, ich hasse ihn. Und er baut schon eine Riesenarmee da zusammen. Ja, das hier wird wohl ein Fail-Video werden. So, in der letzten... Die Countess wird vom Ritterblatt gemacht. Immerhin. Wobei, so toll ist... Und jetzt traut er sich auch wieder zurück, der Earl. Und schickt seine zweite Armee schon los. Aber ich kann den Earl einfach nicht aufhalten. Ich kann ihn nicht aufhalten. Und immer noch keine Söldner. Und immer noch keine vier... keine Leute genug. Ja, und sie verweigern mir wieder den Heeresdienst. Es ist nicht zu fassen. Ja, wenn er gleich hochmarschiert, dann war es das mit mir. Dann, ich kann nichts. Ich kann nichts machen. Ich hätte meinen Speerträger nicht verlieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Waffen kann ich jetzt auch nicht kaufen. Ich kann sowieso keine Leute rekrutieren. Also, im Großen und Ganzen läuft hier gerade alles schief, was schief laufen kann. Ja. So kann man es zusammenfassen. Ich kann noch nicht mal Bier kaufen, um meine Moral zumindest über 10 zu bringen. Es ist sehr, sehr, sehr traurig. Es hätte alles nicht passieren dürfen. Aber das war eben diese Fehleinschätzung, dass ich dachte, ich hätte die Provinz da erobert. Aber nö. Dem war nicht so. Und der Ritter hat seine erste Burg fertiggestellt. Oh Mann. So. Der hat sich jetzt nicht weiter bewegt. Kann ich Soldaten anheuern? Es gibt hier keine. Es gibt noch nicht mal einen dummen Händler. Noch nicht mal den gönnen sie mir. Den gönnen sie mir. Normale Rationen, ja. Können wir mal doppelte Rationen kriegen von mir aus. Also Ente wird sowieso nicht so groß ausfallen. Ja, der Ritter hat schon 5 Armeen, also... oder 4 auf jeden Fall. Das geht gar nicht. Der läuft daran vorbei, der ist schlau, weil das nämlich eine verdammt große Ortschaft ist. Wäre ich mal nicht so gierig gewesen da, auf diese eine Stellung da. Hätte mich dann an der linken Seite besser konsolidiert. Immer noch keine Söldner. Immer noch kein Händler. Der Gegner hat an dieser Stelle schon einen viel zu großen Vorsprung vor mir. Ja, man kann jetzt wieder Leute rekrutieren. Aber auch nur 10%, das heißt, die Moral ist gleich wieder im Arsch. Oh, 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 oh. Ja, der Ritter bewegt sich auf die Countess zu. Und die sagt, nee. Der Ritter rennt weiter auf seinen Feldern rum und bewegt sich jetzt erst nur wieder. Ich habe keine gute Ausgangslage, fällt mir gerade auf.
Zumindest kommt mir das arg so vor. Ja, und hier ist der tolle Prinz oder Ritter. Interessiert mich auch nicht, was er jetzt sagt. Da habe ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Es ist dumm. Nochmal eine Armbrust. Kann ich mir die überhaupt leisten? Tatsächlich, ich kann mir nochmal eine Armbrust leisten. Und... Achso, ich bin gar nicht in meinem eigenen Zug. Bin ich jetzt in meinem eigenen Zug? Gut. Gut, ich kann eine Bauerneinheit aufstellen und die Normannenarmbrüste. Das mache ich jetzt nochmal, weil das ist eigentlich immer eine gute Kombination. Wenn die gegnerische Armee nicht allzu groß ist, dann sollte es machbar sein. Dann sollte es eigentlich machbar sein. Vielleicht könnte ich das noch retten, irgendwie. Attacke. Nützt nichts. Wir müssen den angreifen, den Baron. Und es sind 300. Und es sind nur Bauern. Sie haben eine große oder gute Moral. Und wir haben keine Sümpfe in der Gegend. Das ist natürlich extrem bescheiden. Und das sind viel zu viele Gegner. So, Feuer frei. Moral sinkt gleich um 10%. Müssen nur ein bisschen durchhalten. Feuer frei. Einfach nur Feuer frei. Scheißegal, Söldner, ob die sterben. Nicht aufgeben, einfach weiter feuern. Einfach weiter feuern, ist egal. Hoffentlich sortiert er sich hier 1000 Jahre lang neu. Es sind immerhin schon weniger geworden. Und Bogenschützen könnten zumindest theoretisch standhalten gegenüber Bauern. Weil sie dieselben Nahkampfwerte haben. Bauern sind so schlecht, dass selbst Bogenschützen oder Armbrustschützen genauso stark sind im Nahkampf wie sie. Das sind 200 gegen 70 gleich im Nahkampf. Wobei, sie können auch noch weiter feuern. Oh! Und wir haben gar keinen verloren. Sehr gut, wir haben den Baron geschlagen und kriegen unsere alte Provinz wieder. Und das Korn ist auch noch alles da. Sehr gut. Ah, gerettet. Zumindest diesen Fauxpas haben wir dann hier vermieden. Diese Katastrophe. Aber wir haben leider kein Getreide hier ausgesät. Aber wir haben genug hier eigentlich. Die Bevölkerung ist so klein, dass es dank der Kühe nicht so viel ins Gewicht fällt. Gutieren können wir nichts, ein Händler ist auch nicht hier, aber immerhin hat er schon angefangen, hier Bergarbeiter und Steinhauer und Schmiede zu basteln, aber die brauchen wir momentan überhaupt noch nicht. Sondern konzentrieren uns lieber hier auf Feldarbeit. Da kommen wir dann dazu, wenn es soweit ist. Und ich werde mich vor allen Dingen auf Bergarbeit und Schmiede konzentrieren, weil das eine ist Eisen und das andere sind Waffen, die aus Eisen geschmiedet werden. Stein und Holz sind nur für Bogen zuständig. Und die benutze ich bei meinem Spielstil eigentlich eher weniger. So, wir haben einen ganzen Haufen Leibeigene, die nichts zu tun haben, aber das ist in Ordnung. Unsere Armee ist hier stationär, 200 Leute. Wir bräuchten aber trotzdem 50 Bogenschützen. 50 hier Bauern, damit die als Schutzschild so wie gerade eben wieder fungieren können. Ihr habt ja gesehen, das kann ganz gut laufen. Ja, gegen eine Übermacht im Grunde genommen dann hier die Bauern als Schutzschild vorzuschieben und ja, der Gegner hat sich halt 1000 Jahre lang neu positioniert und wurde von meinen Armbrustschützen zusammengeschossen. Und das ist das Gute an Armbrustschützen. Die würden auch Schwertkämpfer und sowas alles gut dezimieren mit so einer Barrage aus Bolzen. Mit so einer Feuerbarrage aus Bolzen. Und Bogenschützen würden das aber nicht hinkriegen. Und die haben zwar eine höhere Reichweite und können schon in der ersten Runde auf den Gegner feuern. Allerdings ist es besser, verbringt man die meiste Zeit ja nicht auf Distanz im Kampf, sondern mehr im Nahkampf oder in der Reichweite der Armbrustschützen. Und dann sind die halt besser. Nicht wahr? Und deshalb bin ich mehr der Armbrustschützenmann.
Die sind einfach länger im Fernkampf und stärker dann im Fernkampf als die Bogenschützen, die nur die Distanz für sich als Vorteil haben, was aber nicht so sehr zählt, weil die Armeen sowieso aufeinander zu marschieren. Nicht wahr? Ist ungefähr verständlich, was ich meine, hoffentlich. Ja, so. Holstein haben wir nicht von uns erobern können, weil wir es Braunschweig von uns erobern müssen und hier sind mir einfach zu viele Dörfer und ja, es sind immerhin 5 Stück und das sind sicher über 1000 Leute und da kommen wir nicht gegen an. Was wir aber machen können, ist, wir könnten hier, Holland hat bloß ein Dorf, aber dann ziehen wir unsere Armee so weit hier auseinander zum Baron hin, das möchte ich eigentlich umgehen. Und der hier hat so verlockende Kühe, hat er. Das wäre sehr gut. Sind aber auch 2 Dörfer. Das ist die Frage. Da brauche ich jetzt erstmal aber Unterstützung durch meine Bauern hier. Und das werden wir aber dann hier in der nächsten Runde hoffentlich. Ja, sind wieder 10. Wir brauchen wieder mehr Leute. Und es sind minus 8. Brauchen mehr Einwanderer hier. Das ist leider so. Okay. Gut. Ja, das war GBF Arkadamas mit einem sehr wechselhaften Start in die ganze Geschichte. Unser Vormarsch wurde abrupt gestoppt, unsere Leute haben sich aufgelöst und geistern sonst worum in der Weltgeschichte. Sogar die haben sich aufgelöst. Wahrscheinlich, weil sie alle gestorben sind, weil sie alle krank waren. Und aber immerhin sind unsere Planierer, die haben immer so Spitznamen, die Einheiten, die Planierer sind immerhin gesund und ihre Moral ist ideal. Mehr will ich jetzt gar nicht und hoffe, dass es beim nächsten Mal ein bisschen besser läuft und wir Bauern wieder als Schutzschild einsetzen können. Und normannische Armbrustschützen. Ich bleib dabei. Das sind für mich die besten. Wir haben zwar auch die anderen gesehen. Was war das jetzt nochmal? Ich hab's vergessen. Die Mauren waren es ja nicht, aber irgendwelche anderen Dödel mit 250 Armbrustschützen. Aber ich bin der Meinung, die Normannen, das sind immer noch die besten. Die haben ja auch King Harold aus England weggeschossen, unter anderem mit ihren Armbrüsten. So heißt es zumindest. Unter anderem auch mit schwerer Infanterie und Reiterei, aber das ist ja die Schlacht von Hastings und damit hat es hier wenig zu tun, weil wir gar nicht in England sind, sondern in Mitteleuropa, respektive in Bremen und Münster. Ja, unser Reich ist nicht sonderlich groß, die anderen Reiche sind alle ein bisschen größer, wie man hier sieht, zumindest das vom Ritter, aber der ist sowieso expansiv. Die Countess wird gerade von ihm eingeboxt und der Earl ist auch noch nicht dabei, seine Ländereien auszuweiten. Der Bischof begnügt sich damit, seine Burg auszubauen und ja, Der Baron geistert hier in dem nordwestlichen Teil rum, wenn wir im nördlichen Teil uns versuchen. Und da hat anscheinend eine Schlacht stattgefunden. Aber da ist die Frage, gegen wen denn? Oder ist das die Schlacht, die eine Runde davor stattgefunden hat? Dann müsste es stimmen. Aber das war ja nicht in Mecklenburg. Vielleicht waren es unsere Aufständischen, die dann hier irgendwo kaputt gemacht wurden. Vielleicht von den Mecklenburgern. Sind aber auch nicht mehr viele da, das heißt, der Ritter könnte sich die leicht schnappen und aber dann musste er trotzdem erstmal hier durch und das will ich sehen, ob er das schafft. Wir werden uns jedenfalls auf dieses hier konzentrieren, auf Köln. Wir werden jetzt dieses Köln angreifen. Jawohl, das war Chibi Wagedalmer mit dem Let's Play von Lords of the Realm und ja, bis zum nächsten Mal, bis dahin und haltet euch munter. Wir speichern wieder. Alles klar, bis dann.